So, willkommen in meinem Zimmer. Ich habe ja schon in dem ersten Video von Mindset angekündigt. Wir sind gerade am Umziehen. Das hier ist so mein derzeitiges Zimmer. Hier ist meine, ich mach kurz den Tisch hier. So, das hier ist meine derzeitige Testanlage. Der linke Rechner, das ist der da, der jetzt in der Mitte ist. Das ist mein Zweitrechner, auf dem ich jetzt hier gerade Mindset zocke, uploade etc. Oh, hier ist der Laptop, mit dem ich persönlich die Let's Plays von Gronkh mir anschaue. Die sind sehr gut. Der rechte, das ist mein Hauptrechner. Der wartet wie gesagt noch auf den Upgrade mit den 2 8TB Festplatten. Weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Hier oben sind meine anderen guten Laptops. Ja, 2 weiße, 4 schwarze. So. Dann noch ein Laptop. Dann habe ich. Muss ich überlegen. Ah, genau. Hier ist noch ein Laptop. Also, wie ihr seht, es mangelt an Laptops nicht. Last but not least, mein Ultrabook. Ich hol's mal kurz raus. Mit einer Hand ist natürlich schon schwer. So. Von Asus. Tada. Wie ein Ultrabook aussieht, weiß jeder, denke ich mal, mittlerweile. Boah, da steht auch noch ein Laptop, fällt mir gerade auf. Wie gesagt, die ganzen Kartons. Darf ich alle noch auspacken. Hier hinten in die Ecke kommt dann ein Schreibtisch. Da kommt dann später meine richtige Anlage. Da kommt dann von dem Bildschirm 3 Stück nebeneinander. Die Bildschirme stehen gerade alle hier hinter. Ich glaube mal, das sieht man gerade nicht. Egal. Der Tisch kommt dann da weg. Ja, da kommen dann, wie gesagt, die Bildschirme hin, Rechner, die 3 Mini-PCs, die ich noch habe. Das sind so eine kleinen Desktop-PCs, alle auf Intel-Atom-Basis. Die sind noch nicht da, die müssen noch kommen. Kommt gleich nämlich noch mehr Pakete. Ich weiß nicht, ob da denn schon die Rechner mit bei sind, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, absolutes Chaos gerade. Wollte ich euch nur mal zeigen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch mal die ganzen technischen Daten von diesen Geräten hier, soweit ich die noch zusammenkriege oder raustesten kann, mal alle aufschreiben, Ansagen etc. Ach siehste, hier sind noch meine beiden Bastelrechner, fällt mir gerade auf. Also das sind 2 gute Rechner, beide mit AMD X4 Prozessoren, der linke mit 2,8, der rechte mit 3,2 GHz. Der schwarze, das ist ein Intel Pentium 4 mit 3 GHz und Hyperthreading, also ein Einkerner. Und das da, der weiße, das ist ein AMD Athlon XP mit 1,6 GHz. Jo, der Rechner hier ist nicht meiner, der hier so schön begraben ist. Der ist der von meiner Mutter, den sollte ich flott machen, auch mit Knoppix. Achso, ja, siehst du? Also auf all meinen Geräten, die ihr hier seht, läuft überall Knoppix out of the box. Also wenn jemand sagt, Linux ist scheiße, dann ist derjenige selber scheiße. Muss man einfach mal so sagen, weil, wie gesagt, bei meinen Geräten, auch auf dem Ultrabook, läuft, wie gesagt, Knoppix komplett out of the box. Wie gesagt, wenn ihr wünscht, kann ich euch für jedes Gerät auch noch ein Vorführungsvideo zeigen. Mal gucken, ob ich denn für jedes Gerät eins mache, oder... Oh doch, wahrscheinlich schon, und dann immer pro Tag mal raushauen. Werde ich natürlich noch nicht jetzt machen, weil wie gesagt, wir sind noch gerade im Umzug. Ich habe hier gerade schon die ganzen nächsten Folgen released. Da sieht man es schön, wenn die Kamera mal fokussiert. Glaube, macht sie nicht. Nee, macht sie nicht, macht sie nicht, macht sie nicht. Egal. Da für morgen und übermorgen. Jo. Soweit, so gut das Ganze. Wollte ich euch mal nur mal hier mitnehmen. Ein Haufen Scheiß. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles hier jemals... noch Windows XP CDs von alten Geräten. Ja. Alter Verstärker, also neuer Verstärker, der aber derzeit nicht aufgebaut ist. Hier ist meine kleine Soundanlage, so für hier. Ich weiß nicht, wir gucken mal kurz, ob ich mal irgendwie so eine Taschenlampe habe, damit das mal schon beleuchtet ist. Licht. Also hier meine kleine Soundanlage mit den Billigboxen. Und dem Billigverstärker, auch nicht von Sony. Hier hinten meine mittelguten Lautsprecher.
Die Dinger haben richtig Wumms. Die Dinger haben eine S-Kalotte und haben einfach mal einen Hub von sage und schreibe 2 cm. Und haben auch oft haben durch diese S-Kalotte eine so weiche, egal, ist jetzt auch komplett hingeschmissen. Hier drin in der Tasche kann ich ja mal kurz zeigen. Das mal aus. So. Hier sind zwei Schätze drin. Zwei ganz alte Laptops. Der graue funktioniert. Also er würde funktionieren, kriegt aber nicht zum Laufen, weil er weder optische Laufwerke hat noch eine Festplatte. Und der schwarze, der ist noch funktionsfähig. Darauf laufen habe ich Knoppix Version 6.4.4. Das läuft mit dem, der Ding hat gerade nur 96 MB Arbeitsspeicher. Da ist natürlich ein bisschen begrenzt. Und deswegen läuft dort Knoppix serverless, also nur mit Kommandozeile. Ein X-Server startet zwar durch, aber nur mit den wichtigsten Programmen. Also man hat hier unten diese Leiste. Und das war es eigentlich so ziemlich. Also kein Internet, kein nichts, kein gar nichts, weil dafür einfach mal der Arbeitsspeicher zu klein ist. Ja, so viel zu meinem Bett, wo ich heute Abend noch drauf schlafen muss. Eieiei, es ist jetzt schon 19 Uhr. Und das heißt, ich muss jetzt noch bis 4 Uhr morgens, da gehe ich meistens ins Bett, alles leer bekommen. Wahrscheinlich einfach alles auf den Boden schmeißen. Jutschen, also soweit erstmal. Boah, ich hoffe, hat euch erstmal so einen kleinen Einblick gegeben in das Chaos eines umziehenden mittelständigen Menschen. Achso, siehst du? Also hier wohne ich jetzt. Schulzendorf, am Arsch der Welt, aber es ist schön idyllisch. Vorher haben wir in Alsinica gewohnt, also noch in Berlin. Ah, da war nicht so, also war auch schon schön, da war schon grün. Aber hier ist definitiv schöner. Aber einziges Problem, was wir derzeit haben, der Bus, mit dem ich fahren kann, fährt in der Woche nur alle Stunde und am Wochenende nur alle 2 Stunden. Also auf dem Weg zur Arbeit, schön abfuck. Aber gut, okay. Also mit Blick auf meinen Computer verabschiede ich mich dann mal und tschüss.